Der Kampf zwischen den Fronten der Bankenregulierung tritt immer deutlicher zum Vorschein. Die Bestrebungen der Bankenlobby in den USA wie hier in Europa, das echte Trennbankensystem nach Vorbild des Glass-Steagall-Gesetzes von 1933 unter US-Präsidenten Roosevelt mit allen Mitteln zu verhindern, intensiviert sich drastisch. Den Politikern, Bankenverbänden und dem ganz normalen Bürger wird gesagt, dass eine derartige Bankentrennung das gesamte System auseinanderfliegen lassen würde und es völlig verantwortungslos wäre, solche Maßnahmen auch nur in Erwägung zu ziehen. Mein Name ist Kascha Kutschkowski und Sie sehen die Welt ohne Filter. Verantwortungslos handeln nur die Politiker, die sich von einer solchen Rhetorik beeindrucken lassen. Denn es finden sich immer Personen, die ihre Systemtreue und Karriere höher stellen als ihre menschliche Vernunft. So sprach sich der ehemalige Präsident der Bundesbank und jetzige Vorsitzende des Aufsichtsrats der Schweizer UBS-Bank, Axel Weber, gegen die Bankentrennung aus. Bei einer Frankfurter Veranstaltung des House of Finance zum heutigen Stand des Finanzsystems teilte Axel Weber die optimistischen Ansichten der europäischen Politiker nicht. China und Asien liegen in Sachen Wirtschaftswachstum weit vorne. Selbst die USA, so behauptete er, würde sich bald erholen und in naher Zukunft wieder Wachstum aufweisen können. Jedoch werde die Eurozone noch für eine längere Zeit unter den Schulden und dem fehlenden Wirtschaftswachstum leiden. Abgesehen davon, dass Herr Weber ganz genau weiß, dass die gemeinsame Basis des westlichen globalisierten Finanzsystems sich immer mehr in Luft auflöst, besaß er die Frechheit zu behaupten, Deutschland sei mit dem Euro gut gefahren. In seiner intellektuellen Besinnungslosigkeit wettete er dann gegen die Bankentrennung mit dem abgedroschenen Argument, die Kriseninstitute der vergangenen Jahre wie Bear Stearns oder Lehman Brothers seien keine Universalbanken gewesen und die letzteren hätten es viel besser durch die Krise geschafft. Wie gut und mit wessen Hilfe und vor allem mit welchen Methoden solche Universalbanken in den letzten Jahren durch die Krise gekommen sind, kann man ja an dem Paradebeispiel der Deutschen Bank sehen. Wie heißt es so schön? Wes Brot ich ess, des Lied ich sing. Doch einige Top-Monetaristen wissen nicht nur, dass das Ende ihrer feuchten Träume gekommen ist, sondern geben es auch zu. Der Vorsitzende der weltgrößten Kapitalanlagengesellschaft, PIMCO, Bill Gross, sorgte in der Bankenwelt mit seinem Artikel in der Februarausgabe seines Newsletters für Aufsehen. Mit dem Titel Credit Supernova nutzte er diese Allegorie, um den Zustand des Finanzsystems zu beschreiben. Sein wirtschaftliches Verständnis lässt darin ganz schön zu wünschen übrig. Aber immerhin bezeichnet er das hyperbolische Wachstum der nicht produktiven Kreditschöpfung der USA seit 1971 als ein Monster, das fortwährend immer größere Mengen an Nahrung erfordert, gleich einer Supernova, die sich immer weiter ausdehnt und anfängt, sich dabei selbst aufzuzehren. Natürlich bietet er wohlmeinend die Dienstleistung seiner Gesellschaft an für den Wechsel von Finanzanlagen in Sachwerte, also in real existierende. Die meisten Menschen, die in irgendeiner Weise direkt mit diesem Finanzsystem zu tun haben, ob als Banker oder politischer Entscheidungsträger, versuchen nach wie vor, ihre bisherige Haltung in der Öffentlichkeit zu bewahren und immer wieder zu beteuern, dass das Schlimmste nicht geschehen werde, nicht geschehen könne, obwohl es bereits passiert ist. Jede Verzögerung im Handeln, das Gemeinwohl zu schützen und wertvolle realwirtschaftliche Kapazitäten zu retten, ist aber ein Verbrechen gegen die Menschlichkeit. Den effektiven Bankengesetzen von 1933 in den USA ging die Pecora-Untersuchungskommission zuvor, welche der Öffentlichkeit den kriminellen Charakter des damaligen Finanzsystems aufzeigte und damit den Druck auf die Abgeordneten, solchen Gesetzen zuzustimmen, signifikant vergrößerte. Der öffentliche Druck wirkte damit stärker als die Drohungen und Bestechungen der Bankenlobbyisten. Der Bezirksstaatsanwalt Ferdinand Pecora beschrieb in seinem Buch Wall Street unter Eid die Vorgehensweise der Ackermanns, Webers und Co. seinerzeit. Anfang 1933 äußerten die Kapitäne der Wall Street, immer noch im Schatten der Panik und Depression, nur wenig offene Kritik an den Programmen des New Deal.
Ihr Geschrei war damals, wir alle seien die Opfer einer Katastrophe geworden, aber nicht wegen der Schuld von Bankern, sondern wegen menschlicher Schwächen. Alle seien gleichermaßen bereit, aus dieser Erfahrung zu lernen und alle Missbräuche zu korrigieren, die sich gezeigt haben. Aber je mehr sich die Geschäfte erholten, umso offener und erbitterter widersetzte sich die Wall Street jedem vernünftigen Reformprogramm. Anstelle des bescheidenen Abstreitens der Allwissenheit vom März 1933 entwickelten die Titanen des Finanzwesens einmal mehr eine arrogante Selbstsicherheit und eine dogmatische Überzeugung, dass jeder Versuch, ihre Aktivitäten zu beschränken, unweigerlich zum Ruin des ganzen Landes führen müsse. Den Druck und die Empörung der Öffentlichkeit über diese Methoden müssen die Volksvertreter auch heute wieder zu spüren bekommen, sodass sie handeln. Wie? Es fängt mit Ihnen an. Rufen Sie Ihren Abgeordneten an, verlangen Sie nichts weniger als das echte Trennbankensystem und unterstützen Sie unsere politische Mobilisierung, diesen Druck auszuweiten und ein neues Paradigma zu schaffen, sodass wir die Realwirtschaft wieder aufbauen und eine Zukunft schaffen können.